nichts für nun gut. Haha. Where, where? Die Schafe sind los. Fangt sie wieder ein. Wie war das nochmal? Da, es gab auch so einen Fall, da haben sich so Studenten den Streich gemacht und haben so Schweine losgelassen. Also sie haben zwei Schweine irgendwie in der Stadt losgelassen und eins haben sie A genannt und das andere C. Und die haben dann noch wochenlang gesucht, weil alle dachten, es gibt noch ein Schwein Nummer C. Nummer C, mit dem Buchstaben C. Gab's aber nicht, war extra so im Gag vereinbart. Interessant, was? Der Turm ist eine Idee. Nein! Oh, ich wusste es. Ich wusste es, dass die es kaputt machen. Wieso habe ich es gemacht? Das schöne Stein. Das schöne Stein. Ihr Schweine. Das war eine blöde Idee. Habe ich das schon erwähnt? Aber wenn wir den da hinten überfallen und uns... Na, mit dem müssen wir aber Handel treiben, verdammt. Irgendwie müssen wir Handel treiben. Na, dann lassen wir eben nur den Hafen übrig. Gute Idee, was? Ja, zu meinem Plan. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Häuser bauen. Stimmt. Homes. Och, ihr seid doch solche Schweine. Das gibt's doch langsam nicht mehr. Machen die echt nur noch, um mich zu ärgern. Die Musik dreht wieder am Rad. Hilfe. Ah, okay. La 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 la. Gemeinsame Erkundung mit Verbündeten. Kostet Gold. Kostet auch Gold. Kostet Nahrung und Holz. Ja, das könnte ganz hilfreich sein, würde ich sagen. Ich glaube, bei diesem Handel, ich glaube, da tauschen wir wirklich Holz und Nahrung ein gegen das Gold. Ich glaube, das ist nicht einfach so, dass man das Gold aus nichts bekommt. Ich glaube, das wird dann wirklich getauscht quasi. Wie der Tauschkurs war, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin dumm. D-U-M. D-O-O-M. Ich bin dumm. Boah. Hat's mir doch verwundert, zerhackt, stückt. Jetzt demnächst muss ich mich mal trauen, hier einen Hafen zu bauen. Irgendwie. Oder, mein lieber Herr Gesangsverein Speer. Schaut mal, dass er die Schiffe ein bisschen ummodelt. Kommt mal mit, meine Freunde. Lecker Speer. Nom nom nom. Na? So wirklich toll im Reagieren ist der jetzt auch nicht. Wie mache ich das? Ganz viele Dorfbewohner hinschicken und so schnell wie es geht bauen? Eine andere Taktik fällt mir gerade wirklich nicht ein. Schade eigentlich. Boah, ja, Hauptsache nochmal ein Schlusswort gesagt. Gut. Zwei können nochmal mit runter zum Jagen. Und zwei helfen dann noch mit beim Schiff bauen. Wir brauchen jetzt langsam Schiffe. Das ist unweigerliche Tatsache so mittlerweile. Gut, nächstes Häuschen. Weitere Dorfbewohner. Jetzt dürft's doch so langsam hinhauen. Also bitte. Probieren wir es mal. Hier geht vor. Versucht die Gegner abzulenken, Entschuldigung. Hafen, 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 Hafen. Nein! Leute, Leute! Hafen bauen! Hafen! Nein! Nicht im Weg stehen! Nicht im Weg stehen! Und ihr baut mit, baut mit, baut mit, baut mit, baut mit, baut mit. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Solange die Bogenschützen hier noch irgendwie für Ablenkung sorgen. Wie auch immer, wie das die ganze Zeit schaffen. Upgrade für die Schiffe, auch wichtig. Derzeit lenkt ihr weiter ab. Weil sonst werden die ersten Schiffe sofort zerschossen, bevor überhaupt irgendwas passieren kann. La 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 la. Kein bisschen stressig, nein. Wie kommt ihr auf die Idee? Hey, aber eins ist schon fast kaputt. Und
Und ja, die Pfeile können auch verfehlen, ihr seht's. Wenn man da schön hin und her bewegt sich, dann läuft das eigentlich ganz gut. Jetzt wird zurückgeschossen. Lieber Herr Gesangsverein, ey, geht der auf die Nerven. Mal alle reparieren, bitte. Du bist jetzt mein Kampfschiff Nummer 1. Und Kampfschiff Nummer 2. Schön, dass sie auch erschienen sind. So, endlich die Rache, die wohlverdiente. Alles klar. Das geht doch. Oh, ich werde heute beobachtet. Der Nachtigall. Der kleine Schlawine Nachtigall. Handelsboot. Herkommen. Auf der Stelle. Sei das meine. Zu Handelsschiff weiterentwickeln. Das ist doch nicht schlecht. Die Handelsschiffe können meines Erachtens einfach mehr tragen. Auch Bossen. Ah, da haben wir es doch. Nahrung gegen Gold tauschen. Holz gegen Gold, Steine gegen Gold. Nee, danke, dann nehme ich mal Holz. Holz haben wir genug. Da kommt noch ein zweites Handelsschiff mit. Und du gehst dann in den Hafen da hinten rein. Gott, ist das schnell. Bei Holz sieht immer noch sehr gut aus. Da können wir immer noch ein bisschen mehr hacken gehen. So, und du gehst auch hinter. Wie viel bringst du mit? 20 Gold. Sehr schön. Ist doch ganz ansehnlich, würde ich sagen. Dann bauen wir mal noch ein Fischfangboot. Sogar dann ein verbessertes. Und dann wird das... okay, wir bezahlen quasi trotzdem so eine Art Steuer. Da kommt längst nicht alles an. Schade eigentlich. Ich würde fast sagen, wie upgraden wir unsere Schiffe? Wir haben jetzt 6 plus 1, aber wie können wir unsere Schiffe upgraden? Das ist 2 Rüstungsklasse für Bogenschützen, Infanterie, Nahkampfeinheiten. Das ist halt gute Frage, ob sich das darauf auswirkt. Ich glaube nicht, auf unsere Schiffe nicht. Räher. Nächstes Zeitalter, das dauert zu lange. Dann holen wir uns schon fast, weil ich glaube, bei dem sein Hafen geht eigentlich. Geht eigentlich ganz gut mit dem. Ja, da können wir eigentlich noch ein drittes Handelsschiff dazu bauen. Bevor die Kapazitäten ausgeschöpft sind dann. Und, können wir es? Ich kann mich daran erinnern, dass man diese Adler abschießen konnte. Ich habe das schon mal gemacht, das weiß ich noch. Komisch. Weil vor kurzem hat jemand auch gesagt, das kann man, glaube ich, nicht machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe es irgendwie anders in Erinnerung, aber irgendwie klappt es jetzt auch nicht. Okay, ich merke gerade, dass 3 Handelsschiffe doch zu viel sind. Das regeneriert sich gerade so nach. Dann geht es nämlich gegen 0 dann langsam. Machen wir lieber noch ein paar weitere Galeeren und schauen auf den weiteren Meeren, wo wir noch mehr holen können. Wow, gell? Na schön. Dun, 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 dun. Wen haben wir denn da? So, 4 Stück. Für das erste doch erstmal ganz annehmbar. Was machen wir denn mit euch? Läuft die Aufnahme überhaupt noch? Ja, sie läuft noch sehr schön. Dass ihr das sogar sehen könnt, wie ich das jetzt nachschaue. Nicht schlecht. Gold ist mir derzeit zu wertvoll, um jetzt einfach mal nach den Kurzschwertkämpfern zu gucken. Heinanz! Ruhig bleiben, Freunde. Wir wollen doch nur in... Wir kommen in friedlicher Absicht mit unseren Pfeilen. Wir wollen Pfeile gegen Gold austauschen. Eintauschen. Und so. So. Euren Hafen könnt ihr mir gerne behalten. Mehr als den Hafen haben die, glaube ich, gar nicht, oder? Aber hier gibt es Steine. Hallöchen. Euren Hafen benutze ich mal ein bisschen als Handelspunkt aus. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Meins.
Also das ist auf jeden Fall das, ich weiß nicht, was das Gold jetzt so unten bedeutet, 15 von 20, wie viel sie anbieten können oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen weiteren Handelspunkt. Das nutzen wir gleich mal schön aus. So schlimm war das jetzt eigentlich doch gar nicht. Also jetzt war am Anfang halt klar die Schiffe. Unser Verbündeter, den können wir noch nicht mal angreifen. Der macht aber auch nichts. Gut, jetzt im Nachhinein muss man sagen, so schlimm war es jetzt doch gar nicht mal. Die Schiffe am Anfang, ja klar, das war halt ein richtiger schöner Schlag ins Gesicht. Aber dann, als sie weg waren, gab es eigentlich kaum noch Bedrohungen. Die Gelben haben uns ja auch nicht direkt angegriffen. Auf den ersten Blick scheint es wirklich immer schwerer zu sein, als es dann doch ist. Aber gut. Dann gehst du auch noch hier hin. Und dann die nächsten zwei gehen zu Rot. Dann dürften wir das Potenzial gut ausschöpfen. Dann dürften wir sogar noch genug Zeit haben, um uns mal die Kurzschwertkämpfer doch mal anzugucken. Zack. Ja, und die Kompositbogenschützen machen wir uns dann auch noch gleich dazu. Aber sehr viel mehr machen wir nicht. Den Rest heben wir uns dann einfach für die folgenden Missionen auf. Ja. Haben wir auch irgendwo einen Axtkämpfer in der Nähe, dass wir die vergleichen können? Und einen normalen Bogenschützen? Sehr schön. Du kannst wirklich nicht den Adler angreifen. Verdammt. So, machen wir mal einen von denen. Machen wir einmal einen von denen. 15 Gold kostet einer. Das geht eigentlich. Kurzschwerter waren ja damals eine beliebte Waffe. Das war eigentlich die Hauptwaffe von den Griechen. Also neben den Speeren halt, als Schwertwaffe, wurden halt hauptsächlich in der Antike Kurzschwerter verwendet. Die Römer hatten halt ihren Gladius, das war auch ein Großschwert. Großschwert, ein Kurzschwert. Die Griecher eben mit ihren... Griecher. Oh Gott, ich mit meiner Sprache heute. Und die Griechen eben auch mit ihren... Ich weiß nicht, ob die auch einen Gladius hatten oder ob die einen anderen Namen hatten. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Kann sein, dass es Hiplon war? Ich weiß es gerade nicht. So, dich verbessern wir mal. Du hast derzeit diese Werte. Ein Kurzschwertkämpfer. Vergleichen wir dich mal. 5, 10 Lebenspunkte mehr, 2 Angriffe mehr und eine Panzerung. Von Grund auf, ohne irgendwelche Updates. Und schaut stylisch aus, kann man sagen. Wie entwickelst du dich? Du bist ja derzeit schon ein kleines Stück besser als die normalen Bogenschützen. Deswegen heißt der wohl auch verbesserte Bogenschütze. Was wird denn aus dir, mein Freund? Ein Kompositbogenschütze. Ich weiß sogar noch, wie die aussehen, wenn ich mich recht erinnere. Aber schauen wir einfach mal. Budumts. Budumts. Und das mit dem Gold wächst und läuft. Ne, zeig mal her. Was bist du denn? Ja, genau, an die erinnere ich mich nämlich noch. Kompositbogenschützen. Schöne Reichweite, ganz guter Schaden. Die sind eigentlich ganz toll. Alles klar. Für weiteres müssen wir das nächste Zeitalter haben. Na gut, wir könnten... Ich baue die Akademie einfach mal, aber ich baue die Einheit nicht. Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil die Einheiten, die herauskommen, sind geil. Kann man sagen, was man will, richtig? Vielleicht baue ich doch einen. Aber demonstrieren weiß ich nicht, ob ich ihn demonstriere. Weil die Einheiten, die dort rauskommen... Hoplite. Die Leute wissen ja, Hopliten waren die... War die Infanterie quasi von den Griechen. Wegen ihren Speeren. Und der Phalanx-Formation, Hopliten. Also ich glaube, das hatte damit zu tun, der Name Hoplit. Und ja, das sind mit die stärksten Infanterieeinheiten, eigentlich vielleicht sogar mit die stärksten Einheiten hier im Spiel, haben aber einen Nachteil. Sie sind langsam. Im Vergleich zu anderen Einheiten, sehr langsam. Haben aber einen verdammt Hammerwerte. Vergleich den mal mit dem Kurzschwertkämpfer. Fast dreimal so viel Angriff, über doppelt so viele Lebenspunkte, ewig viel Panzerung. Dafür sind sie halt langsam. Und die Sache ist, die kann man auch noch verbessern. Da gibt es auch noch eine Entwicklung davon. Ach, ja. Ihr sagt einfach mal Gelb Hallo. Der hat mir auch den Krieg erklärt, also ich bitte euch. Sagt jetzt mal dem doofen Wunder hier Hallo. Bis das Gold jetzt zusammen ist, haben wir ein bisschen Spaß. Bäm. Ins Gesicht. Warum auch immer das jetzt so auf Metall aufgeprallt ist, wenn man... Wie greift denn unser Kurzschwertkämpfer an? Uah. Na, meine Freunde.
Hier wird nichts repariert. Du bist zu nah an mein Weltreich hineingeragt. Ja. Holz wird weniger. Nahrung auch. Hauptsächlich Nahrung, merke ich gerade. Bauen wir mal ein bisschen nach. Und jetzt müssen wir auch bald... Ja, jetzt haben wir bald das Gold. Sehr schön. Dann haben wir es geschafft. Sollten wir 1000 haben oder 800? Weiß ich gerade nicht mehr. Szenarioanweisungen. 1000. Alles klar. Dann dauert es noch ein kleines bisschen. Du kommst noch runter und machst auch noch. Dann geht's noch ein Stück fixer. Moment, ihr macht doch... Kann sein, dass ihr alle Nahrung drin habt. Nee, ihr habt alle. Ihr habt alle Holz. Sehr schön. Haben wir auch genug. Hey. Hobliten. An die erinnere ich mich noch sehr gut. Vor allem dann noch in der nochmal verbesserten Variante. Krass. Wie schön langsam er läuft. Na gut, in schwerer Panzerung. Ich meine... Gut, ganz so langsam waren es jetzt. Es ist jetzt nicht so, dass man so in Schneckentempo gehen sollte. Die Rüstungen damals, die die Griechen auch gemacht hatten, waren jetzt nicht so... Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer mittelalterlichen vollen Plattenrüstung. Es ist jetzt nicht so, dass die so mega schwer waren. Also so schwere Panzerung gab es in der Antike noch nicht. Also die waren schon relativ gut gepanzert, Hopliten zumindest. Aber es war jetzt nicht so, dass die jetzt dadurch so eine Vollkörperpanzerung hatten, dass sie sich dadurch so richtig Schneckentempo bewegen mussten. Aber hey, irgendwo muss ja so ein Manko von so einer starken Einheit sein. Na schön. Die kann man übrigens so... Ihr habt ja schon gesehen. Oh. Unser Verbündeter wurde besiegt. Ihr habt ja übrigens auch gesehen, wie schnell Bogenschützen unsere normalen Einheiten ausmanövrieren können. Stellt euch nicht vor, wie das bei Hopliten ist. Das ist richtig schlimm. Wenn man mit den Hopliten versucht, einen feindlichen Bogenschützen zu erwischen, dann kann man wahnsinnig werden. Also gut, geschichtlicher Ausgang. Der Wohlstand der Ägypter zog schon frühzeitig viele Händler an, sodass Ägypten zu einem der bedeutendsten Handelsplätze an der Mittelmeerküste wurde. Der Handel war für die ägyptische Wirtschaft von großer Bedeutung. Die wichtigsten Exportgüter Ägyptens waren Getreide, Wein, Nahrung, Papyrus, Tuch, Parfüm, Gold und Luxusgüter, Statuen, Juwelen und Leder. Die wichtigsten Importgüter waren Holz, Kupfer, Silber, Zinn und Töpferwaren. Ägypten wehrte die Angriffe der Barbaren im Jahre 1200 vor Christus ab, ging aber dennoch unter, da der Handel über viele Jahre praktisch zum Erliegen kam. Ja, wie gesagt, zu der Zeit, danach kamen kurz darauf die Griechen. Oh, da steht es ja sogar schon. Alexander der Große ließ in Ägypten eine neue Hafenhauptstadt errichten, Alexandria, die er nach sich selbst benannte und die dann eine der bedeutendsten Hafenstädte der Antike wurde. Draußen vor dem Hafen entstand auf der Insel Pharos der große Leuchtturm, der zu den 7 Weltwundern der antiken Welt zählt. Sein Turm war über 150 Meter hoch und aus einer Entfernung von 50 Kilometern zu sehen. Teile des von einem Erdbeben zerstörten Leuchtturms wurden von Archäologen kürzlich im Meer gefunden. Ja, kürzlich vom Jahr 1997 aus betrachtet. Ägyptisches Getreide war sowohl für die Römer als auch für die Griechen lebenswichtig, da diese beiden Kulturen ihre Bevölkerung nicht aus der eigenen Nahrungsmittelproduktion versorgen konnten. Interessant zu wissen, nicht wahr? Römische Regierungen wurden manchmal gestürzt, wenn Getreidelieferungen nicht ankamen und die hungernde Bevölkerung sich auflehnte. Interessant, nicht wahr? Errungenschaften. Ich hab's schon gerade fast Karthager gelesen. Auswirkungen. Ach nee, das war's ja. Okidoki. Weltwunde. Sowas gibt's auch. Kreuzzug. Nein, nicht der Kreuzzug vom Mittelalter. Aber ein Kreuzzug. Aber den machen wir das nächste Mal. Ich danke mal wieder fürs Zusehen und wir sehen uns beim Kreuzzug. Bis zum nächsten Mal.